Es ist einfach nur komplett unverständlich für mich. Ihr kennt doch alle die Familie von Rufen. Das war der Polizist, der in Mannheim es leider nicht geschafft hat, weil ein gewisser Herr da seine chirurgischen Künste an diesem Polizisten in der Öffentlichkeit am Marktplatz präsentieren musste. Jetzt hat sich die Familie geäußert und ein Interview gegeben. Und ich bin ehrlich, ich zeige euch das Interview jetzt, aber ich war ein bisschen, wie soll ich sagen, komplett perplex, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich bin gespannt, wie du darauf reagieren wirst. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, lass mir jetzt ein kostenloses Abo da, damit du zukünftig so etwas nicht verpasst, und überprüfe bitte nochmal, ob dein Abo noch aktiv ist, weil die verschwinden ab und an gerne mal. Aktiviere auch die Glocke, damit du eine Benachrichtigung bekommst und die Videos nicht untergehen können. Daumen nach oben und Kommentar sollte selbstverständlich sein, wenn du mich supporten möchtest. Wir gehen als erstes rein in den ersten Teil des Interviews. Kämpften Ärzte um das Leben des jungen Polizisten. Die Familie war die ganze Zeit bei ihm. Jetzt spricht sie erstmals darüber. Wir waren die ganze Zeit alle bei ihm. Das war super. Wir haben so tolle Betreuung bekommen in der Klinik. Die waren alle so nett, haben uns ermöglicht, dass wir wirklich die ganze Zeit bei ihm sein konnten. Es wäre ja auch dramatisch, wären sie nicht die ganze Zeit bei ihm und wäre das nicht ermöglicht worden. Naja, ich sag mal so, wir hatten ja auch eine gewisse Krise in der letzten Zeit, vor ein paar Jahren, das große C. Da wäre das natürlich wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Aber selbst da habe ich von einigen Institutionen auch positive Dinge gehört. In dieser Zeit wurde die Familie getragen durch Polizeikollegen, Freunde in der Gemeinde. Wochen, in denen sie sich abschottete. Jetzt will die Familie auch im Sinne von Ruven eine Botschaft für ein besseres Miteinander senden. Es hat Wochen gedauert, ehe sie zu einem Interview bereit war. Ja, verständlich in meinen Augen, dass man sich da erstmal zurückzieht und auf die wesentlichen Sachen besinnt. Eine Botschaft zu senden für ein besseres Miteinander. Also, das kann man halt so und so auffassen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was sie meinen mit einem besseren Miteinander. Meinen sie ein besseres Miteinander im Sinne von, wir müssen hier klar unsere Grenzen, die wir in Deutschland haben, wahrnehmen und ernst nehmen, dass halt nicht sich jemand benehmen kann, wie er möchte und mit einem scharfen Gegenstand so etwas möglicherweise nochmal passiert? Oder meinen sie, wir müssen aufeinander zugehen für eine offene Gesellschaft, dass wir überhaupt nicht mehr über so etwas reden? Schreib's mir in die Kommentare. Als wir jetzt in seine Wohnung reingekommen sind, war das Erste, was wir gesehen haben, dass auf seinem Esstisch das aufgeschlagene Arabischbuch lag und er wirklich da sein ganzes Herz voll reingesteckt hat, dass er andere Leute auch verstehen kann in seinem Beruf. Ja, da muss ich eigentlich innerlich so ein bisschen schmunzeln, muss ich gestehen. Warum hat er denn wahrscheinlich das arabische Buch aufgeschlagen gehabt? Also, ich finde es sehr lustig, wenn man es wörtlich nimmt, was die liebe Schwester hier sagt. Und zwar, dass er dann in seinem Beruf die Leute besser verstehen kann. Meint sie jetzt damit, dass vielleicht sehr viele Leute, die Arabisch sprechen, mit der Polizei in Konflikt geraten? Also, das könnte man zumindest aus dem, was sie hier sagt, interpretieren. Und das wäre ja auch das, was die polizeiliche Kriminalstatistik und ich sag mal, der Gang durch die Innenstadt, egal in welchem Dorf oder in welcher Stadt du lebst, würde dies bestätigen. Aber ich glaube, sie meint hier etwas ein bisschen anderes. Am Vortag des tödlichen Messerangriffs kam die Familie im Elternhaus in Neckarbischofsheim zusammen. An diesem Tag erzählte Ruven seiner Schwester Fee vom Einsatz am kommenden Tag. Ja, es war ungewöhnlich, weil wir eigentlich jetzt so über die Arbeit gar nicht so viel gesprochen haben. Und er hat da sehr viel drüber erzählt, er hat sich Gedanken gemacht, er hat also auch was das Pax Europa überhaupt ist, hat mir gar nichts gesagt und er hat sich das ja informiert und hat noch gesagt, dass er das eigentlich, also er muss halt dahin und die Meinungsfreiheit vertreten, aber eigentlich, dass er eben die gar nicht vertritt, die Meinung von dem und dass es halt, dass sie mit Tumult rechnen. Ja, aber es ist halt richtig so. Also wenn es eine Meinungsfreiheit in Deutschland gibt und die von, ich sag mal, hier ist ja der Aggressor relativ prägnant. Und zwar nicht das Pax Europa, was hier Aufklärungsarbeit betreibt, nein, sondern die Leute, die hier kritisiert werden, beziehungsweise das System oder die Religion, die hier kritisch beäugt wird.
vollkommen richtig, dass diese Meinungsfreiheit geschützt werden muss. Und auch wenn der Polizist diese Meinung nicht vertritt, hat er natürlich die Pflicht als Polizist hierfür, dann natürlich auch in den Einsatz zu gehen. Aber es ist natürlich nett, dass dann hier nochmal das Pax Europa quasi, sagen wir mal, in ein etwas schwierigeres oder schlechtes Licht gerückt wird, wo man sich die Überlegung stellen muss, wer ist denn hier Opfer und wer ist denn hier Täter? Ruven Lauer schützte mit seinem Einsatz den Auftritt der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa. Nach seinem Tod ist seiner Mutter jetzt vor allem eines wichtig. Mir war es wichtig, dass rauskommt, dass hier, dass es bewusst wird, dass hier irgendwas nicht richtig läuft in Deutschland. Wow, 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 wow. Was? Jetzt sagt die Mutter, dass hier etwas nicht richtig läuft in Deutschland? Möchte sie möglicherweise darauf anspielen, dass wir einen Elefanten im Raum haben? Ich weiß ja nicht. Irgendwie klingt das so, als komme da noch etwas, was den einen oder anderen verwirren könnte. Schreib mir doch mal einen Kommentar, was du glaubst, was jetzt noch kommt. Weil ich persönlich finde die Aussage ja richtig, dass man definitiv mal darüber nachdenken muss, dass hier etwas nicht vernünftig läuft. Und jeder von euch, der dieses Video hier sieht, weiß natürlich, dass hier irgendetwas nicht vernünftig läuft. Dass ich was ändern muss. Ruven hat dafür gelebt. Er hat gesagt, alle Menschen sind gleich. Jeder wird mit Respekt behandelt. Vielleicht einfach bei der Migrationspolitik, dass das alles überdacht wird. Über den Täter will sie sich nicht äußern. Wichtig ist ihr aber, der tödliche Messerangriff sollte nicht instrumentalisiert werden, um die Gesellschaft weiter zu spalten. Also das müsste man eigentlich auch nochmal teilen. Der erste Teil sagt ganz klar, dass man die ganze Migrationspolitik einmal überdenken sollte. Ganz, ganz wichtiger und richtiger Punkt, den sie hier verkündet. Und ich bin erstaunt, dass sowas dem Öffentlich-Rechtlichen gezeigt wird. Natürlich ist dieser Satz, der wichtig und richtig ist, in diesem Beitrag im Prinzip so ein bisschen separat zu betrachten. Weil der ganze Beitrag, auch das Ende jetzt, sagt ja eindeutig, ja, wir wollen uns mit dem Thema aber nicht so richtig auseinandersetzen. Also man sollte die ganze Sache überdenken, aber ja, zum Täter und wer denn da wirklich, nee, also da richtig zu äußern wollen wir natürlich nicht. Nicht, dass ich nachher noch in der öffentlichen Kritik stehe und glaubt mir eins, hätte diese Frau sich klarer geäußert oder jeder, der schon mal so etwas hat, der sich dazu klar äußert, was glaubt ihr denn, was da ein medialer Druck aufgebaut wird? Und ich glaube, dass dort sehr viele Familien oder auch einzelne Personen unter diesem Druck ja dem nicht gewachsen sind und daran zerbrechen. Nicht schön, aber es ist wichtig, dass man darüber redet und dass man die richtigen Sachen mitnimmt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist natürlich alles ein Einzelfall gewesen. Wir haben hier nochmal einen Experten, auch im Öffentlich-Rechtlichen, der hier auch nochmal eine Meinung hat, von wem denn diese, sagen wir mal, besonderen Delikte ausgehen. Film ab. Ich weiß, dass die Messattacken, mit denen ich zusammengekommen bin, in der Betreuung von Polizeikolleginnen und Kollegen und auch jetzt in meiner Tätigkeit in den Aufnahmeeinrichtungen ausnahmslos von Menschen aus bestimmten Kulturen begangen worden sind. Ich weiß, passt natürlich nicht ganz ins Weltbild von Linksgrün, aber ja, er spricht doch eine eindeutige Sprache und unterstützt oder beziehungsweise bestärkt in meinen Augen die Arbeit von Michael Stürzenberger mit seinem Pax Europa. Und wer jetzt denkt, ja, das war ja nur ein Einzelfall in Mannheim, da wird jetzt erstmal ordentlich aufgepasst und da wird jetzt nichts passieren, habe ich hier eine, sagen wir mal, besondere Schlagzeile vom 11.07. Mannheim. Mann fährt schwarz, sieht rot und greift Polizei mit Messer an. Tja, da ist es wieder gekommen. Der Einzelfall, der natürlich wieder mal ein Einzelfall ist. Ihr kennt es. Dieses Teppich-Schlitzi, was er da benutzt hat. Gar kein Problem und die Polizei, die dort im Einsatz war, wird bestimmt ähnlich wie die Familie von Ruven schon auf Linie sein und sich nicht kritisch dem gegenüber äußern. Wer es glaubt, wird selig. Oder wie ein, sagen wir mal, wirklich interessanter Mann im Internet mal sagte: Ey Türke, mich würde interessieren, was sagt dein Gott zu solchen Aktionen eigentlich? Und damit geht's ab
ins nächste Segment. Die heutige Bienenfrage ist ein erster Teil von 4 verschiedenen Fragen, die eine Zuschauerin und gleichzeitig Mitglied auf dem Kanal gestellt hat. Ich werde jede einzelne Frage einzeln beantworten, also wird es jetzt 4 Videos geben, die sich mit den Fragen der Dame beschäftigen. Zum Hintergrund, sie möchte sich ein eigenes Bienenvolk zulegen und das sollte man jetzt bei den Fragen im Hinterkopf haben. Also bei ihr in den Garten kommen auch ganz viele Wildbienen und andere Insekten und sie fragt, ob diese Bienen einen Schaden davon hätten, wenn nun ein Volk von Honigbienen bei ihr im Garten stehen würde. Dazu kann ich nur sagen, dass die Honigbiene ganz, ganz viele Blüten überhaupt nicht befliegt, die von Wildbienen oder Holzbienen oder anderen Insekten beflogen werden, weil die Honigbiene ja eine sehr, sehr effiziente Arbeiterin ist, die meistens an Gehölze geht. Also heißt Weiden, Linden, Kastanien, alles was große, kräftige Bäume sind, die viel Nektar produzieren oder Pollen, das ist für die Bienen sehr, sehr interessant. Lavendel ist beispielsweise jetzt gerade viel am Blühen draußen. Dort gehen auch Honigbienen dran, weil sie einfach draußen sonst nichts mehr Großartiges finden. Die Bienensaison ist nach der Linde meistens vorbei. Es gibt nochmal sowas wie Waldtracht, also Läusepipi, was sie finden, aber im Großen und Ganzen ist jetzt vorbei. Und natürlich, wenn jetzt noch Blüten da sind, die blühen, dann gibt es eine Konkurrenz mit anderen Insekten. Vorher, wenn große Blüher da sind, dann definitiv nicht.